Bevor es mit der Folge losgeht, einmal ein richtig fettes Danke an BW Online Shop. Die haben uns die komplette Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Jacken, also wirklich alles, was wir hier anhaben. Wenn ihr Bock habt auf ein geiles Survival-Abenteuer, checkt das auf jeden Fall aus. Und mit Code TRIMAX bekommt ihr 10%. Viel Spaß mit der Folge. Dies ist die Geschichte von vier mutigen Nerds, die sich gemeinsam auf die bislang härteste Expedition ihres Lebens begeben. Es ist einfach kalt. Arschkalt. Angeführt von Expeditionsleiter Otto Bulletproof reisen Trimax, Mickey TV, so. Chef Strobel, irgendwie passt gar nicht mehr, und Niki. Okay, let's go, Leute, let's go. Zeit rennt. Komplett unvorbereitet in den Norden Skandinaviens, um unter arktischen Bedingungen an ihre körperlichen und psychischen Grenzen zu gehen. Es ist so anstrengend und es wird morgen noch viel anstrengender. Als eingeschworenes Team müssen sie es schaffen, den Zielort innerhalb von 80 Stunden zu erreichen. Halten alle vier Teilnehmer bis zum Ende durch? Das ist die ganze Zeit übel und schlecht. Werden sie als Team agieren? Werden die Challenges zu hart sein? Besiegen die Nerds die Natur? Wir sind das Team. Oder wird die Natur die Nerds besiegen? Ich nehme euch alle Hoffnung. Ja. Es geht jetzt erst los. Die bringen uns jetzt ins absolute Nichts. Das ist es. Nerd in the Dirt. Präsentiert von Rhino Shield. Es fließt! Es fließt! Verarscht uns, Vicky. Hier habe ich jetzt, oder? Wir sehen. Wie dumm ist hier? Wo siehst du denn das? Es fließt! Es fließt. Das hat richtig Zucht drauf. Das hat so Zucht, das Wasser. Das ist das geile Wasser, was wir bisher immer hatten. Was hat mir aber hin, Max? Das Wasser fließt. Komm schon, Chef, komm schon. Was machen wir hier? Ja. Das ist dünn, das hört man schon. Ja! Ja, hau den Scheiß da weg. Ist das schon wieder der braunes Wasser? Nein. Nein, das geil. Ist die Algen da drunter. Oh mein Gott. Einer Tüte aufmachen, ich will rein. Okay. Jalla. Gute Arbeit, Chef. Dankeschön. Echt geil. Die letzten Male war schon krass, dass man so viel machen musste für Wasser. Ja. Aber diesmal freue ich mich richtig. Fokus, hey, was machen wir denn da? Wir gucken erstmal das Wasser an. Ja, wir warten noch darauf, hä? Was ist mit dir? Viel zu viel genommen. Und wie ist es? Unglaublich geil. Das ist so geil, oder? Boah, ich habe zu viel Wasser getrunken. Mir ist ultra kalt jetzt. Wir machen in den Topf alles. Tee, Kaffee, Linsen, Haferschleim, Kartoffelbrei. Und wir haben nichts zum Reinigen. Und zuerst ist es unten angebrannt, dann war es schon richtig hartnäckig. Und dann ist es über den Tag noch gefroren. Und jetzt haben wir da so eine richtig dicke Mockschicht. Und das kriegen wir auch im Fluss nicht sauber, weil das so kalt ist. Otto, Hilfe, 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 Hilfe. So, nicht zu viel, mach sie nicht kaputt. Hier stecken lassen. Oh. Und jetzt als nächstes? So, brauchen wir dünne Zweige oder von dem Wurzelholz schon mal holen, was wir haben. Das mache ich dann nebenan immer vorbereiten. Das hier ist es. Der ist noch sogar trocken hier. Wir haben auch gerade darüber geredet, weil wir vorhin ja Wasser geholt haben. Sieht man ja an den Aufnahmen davor. Wäre da jemand reingefallen, dann wäre heute echt zappenduster gewesen. Das ist so weit weg gewesen. Wir hatten kein Feuer an. Und Otto war 500 Meter von uns weg und wir hätten den ganzen Berg hochgemacht, wäre einer in den Bach reingefallen, hätten wir den Berg nicht hochbekommen. Was wäre jetzt, wenn einer klitschnass gewesen wäre? Also sterben, nein, Vollgas hier hoch, was hätten wir gemacht? Unter dem Poncho, die Isomatten runtergelegt, die Rentierfälle, alle drüber, einen Schlafsack. Derjenige sich ausziehen, da rein, damit er im Schlafsack drumherum ist. Andere sich tatsächlich, womit macht, wenn man richtig unterkühlt ist, ist das Falsche, was du machen kannst, den sofort ans Feuer stellen. Mhm. Weil Temperatur geht runter auf dem Körper, alles konzentriert sich zentral, also auf den Core vom Körper. Wenn du dann zu schnell war heiß machst, kann das zu schnell kaltes Blut zum Herz entkommen. Deswegen wärmst du jemanden, der richtig unterkühlt ist, richtig unterkühlt. Also wo die Körperkerntemperatur bei
paar 20, knapp 30 Grad ist. Mhm. Ganz langsam nur auf, ansonsten kann er einen Schock bekommen. Boah, also wir hätten den in den Schlafsack reingepackt, jemand anderen von uns mit dazu, da wir mehrere, damit er durch Körperwärme langsam warm geworden wäre. Wollen wir heimlich bauen? Heimlich ist gut. Heimlich bauen. Dann haben nicht mitbekommen. Die anderen haben es echt nicht mitbekommen. Schaffen wir das? Dann so, die sind da so, wir haben so ihre Füße auf und dann drehen sie sich um, auf einmal haben wir auch so. Warte mal, oh mein Gott, sind da alles Rentier, Spuren, krass. Sehr gut abgelenkt. Du hast auch die Kamera mal abgelenkt. Erstmal muss das. Ey, dass das Feuer so abgeht, ne? Ich finde es einfach faszinierend, muss ich sagen. Holz zum Rumlegen, zum Trocknen. Wickelt das einfach hier drum, zwei, drei Mal. Greifen wir mal da rum. So, wir haben das Lager wird gerade errichtet. Feuer brennt. Unser ganzes Holz, was wir geholt haben, auch geiles Holz dabei war, ist alles komplett zugeschneit und eingeeist. Das müssen wir jetzt am Feuer trocknen. Da haben wir eine Konstruktion. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass alles abbrennt, aber es klappt bisher. dann werden wir gleich Essen machen. Uns hat immer der andere Experte das Essen zusammen gemacht. Also es hat funktioniert, es hat Kraft gegeben. Wenn man jetzt einfach Linsen und Kartoffelbrei zusammenpackt, das hat jetzt nicht so geil geschmeckt. Aber das versucht jetzt Niki gleich. Niki? Ich bin der Chefkoch hier. Ich habe mir tatsächlich heute mal etwas Ausgefallenes ausgedacht. Ja. Linsen mit Kartoffelpüree und Erdnüssen. Oh, lecker, ja. Das gibt's jeden Abend und jeden Frühstück. Und manchmal, wenn man noch was Kaltes hat, auch noch mal mittags. Und Chef Strobel hasst es. Und Chef Strobel wird davon kotzübel. Vorhin beim Wasser holen bin ich einmal hingefallen. Ich habe den schweren Sack den Berg hier hochgetragen. Und da ist ganz viel Wasser rausgefallen auf meine Handschuhe. Ich wollte gerade trocknen über dem Feuer, als es noch klein war, oben da drauf. Aber das Feuer wurde schnell deutlich größer und meine kompletten Handschuhe abgebrannt. Jetzt haben wir diese gefrorenen Linsen-Kartoffelbrei-Schicht, die verbrannt war unten. Haben wir die jetzt erstmal aufgetaut, aber ist aber noch verbrannt und festgebackt. Also mit kochendem Wasser kratzen wir das jetzt hier weg. So fast wie immer viel zu Hause. Irgendwie schon, fast so gut. Wie unser Chef Strobel hatte tatsächlich nur ein paar Socken die ganze Zeit an, nicht doppelt. Ich weiß gar nicht, wie du dich gefroren hast. Und er gibt jetzt sein sauberes, trockenes, frisches, geiles Paar Socken. Echt? So schön. Gibt er einfach Mickey. Scheiße. Ey, Mickey, du schuldest ihm 5 Erdnüsse. Wie der Schnee aber auch da weggegossen wird vom heißen Wasser, ne? So, wir haben Tee gekocht, er ist fertig, aber wir sollten noch ein bisschen Schnee reinmachen, weil wir nicht so viel Wasser haben. Otto sagt zu Niki, er soll nur sauberen Schnee nehmen. Niki sagt, ja, sowieso. Einmal reinleuchten, bitte. Ja, ich weiß nicht, was für Köttel der hier gesammelt hat, da habe ich mit den Tieren oder einen halben Wald mitgenommen. Das ist so eklig. Ist das eine Nacktschnecke? Ja, aber was soll ich sagen? Was hast du da reingefischt hier? Das ist ja der halbe Wald, den du mitgebracht hast. Ja, ich bin vorsichtig. Weißt du, hier einen halben Busch abgerissen? Niki, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Ich habe das bis eben auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Wenn ich meine Tasse austrinke, habe ich Nadeln, Moosstücke. Ja. Ich habe Erde. Ich denke, was ist das? Ich habe immer irgendwas vom Waldboden in meiner Tasse. Man trinkt immer ganz schnell, weil man durstig ist, ja. Und am Ende immer zwei Schlücke weitergeben. Du musst oder so. Rutschen? Oder wir ein bisschen mehr auch. Und wie ist das mit den Blättern ein bisschen? Merkst du das? Da sind auch ein paar Nadeln drin. Ich hatte pro Schluck jetzt zwei Blätter drin. Die Blätter sind das Leckerste. Ich habe alle gekillt. Oh, er gibt mir die Seite. Ich habe getankt für euch. Oh Gott, davon hast du getrunken? Na, was hast du getrunken? Das ist nur Haferschleim. Das ist Haferschleim und... Zeig mal näher, bitte. Da hat er angesetzt. Oh, lecker. Ist aber auch geil, dass du in Deutschland dir nicht mal Plastikflaschen mit jemand anderes teilst. Und hier einfach, wenn wo wir drei Tage drin teilen. Gekocht haben und der einmal rumging. Scheiß drauf. Wenn beim Fußball jemand aus meiner Flasche trinkt, fliegt er aus dem Anfang. Nochmal das gleiche Schrubbel. Ja, ich sehe nichts, weil der ganze Rauch mir ins Gesicht geht. Oh, das schafft er. Ist er noch was drin? Der Erste, der da am Feuer steht. Chef Strobel hat den Auftrag bekommen, den Topf einmal kurz uns zu geben, damit wir kochen können. Der hat jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten Wasser gekocht. Ja, wir haben 20 Minuten drauf gewartet. Dann sagt Chef Strobel, hey, ja, wie geht denn das?
Ja, hab ich gefragt. Otto sagt, ja, du hast das doch jetzt 10 Mal gesehen. Und dann schüttelt er den kompletten Topf ins Feuer. Nein, ich den kompletten. Wie viel ist drinnen noch? Ich seh's nicht, weil es kocht. Dampft. Ich weiß es nicht. Der sieht irgendwie ganz schön leicht aus. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel drin. Ich sehe es halt nicht, weil auch die ganze Rauch mir ins Gesicht kommt. Aber ist es bei jedem so. Ist bei jedem. Kann halten, runternehmen, fertig. Hier geht es um den Dampf vom Feuer eigentlich. Ja, ja. Das ist aber, was im Gesicht bei dir ist, ist gerade eher Wasserdampf. Aber ist ja nicht so schlimm, wir haben ja kein Wasserproblem. Der Sumpf ist ja nur einen Kilometer weg. Ja, ich sehe es nicht, man sieht es nicht, wie viel da noch drin ist. Ja, okay, dann stell ich mal zu Niki und dann kann er ja da Sachen reinfüllen. Zeig mal, wie viel. Nee, wir brauchen ein neues Wasser jetzt. Wieder komplett füllen. Guck mal, wie viel da drin ist. Wie viel ist denn jetzt da drin? Mach doch mal die Taschenlampe an und leuchte da rein. Oh, nee, ernsthaft. Entschuldigung, aber. Oh, gut. Okay. Ihr seht alle arbeiten, macht ihr die Augen zu? Oder wenn ich da koche oder irgendwer anders? Ich sag dir, es ist komplett leer. Mal pusten, das ist Wasserdampf. Dann kann man den beiseite pusten. Ja, Junge, das ist. Also, Otto ist wirklich sehr geduldig. Aber boah, ich bin wirklich ein geduldiger Typ, aber. Otto ist sehr geduldig. Ja, da musst du das Wasser ran. Ab, Kopfstopp, ab, Kopfstopp. Ich bin eigentlich auch voll sauer, weil dann essen wir viel später. Aber es war so witzig, das ist okay. Klar, wir haben auch kein Wasser, müssen sparsam damit sein, aber für einen Gag war es gut. Ich freue mich gerade mega drüber. Ich will so eine Suppe. Das wird keine Suppe. Eine ganze Packung. Be confident. Ja, das wird keine Suppe. Jetzt muss es fest werden. Das Ohr wird fest, oder? Ja. Also, fluffig ist der. Nee, nicht mehr. Jetzt einfach Erdnüsse rein, Brühwürfel, that's it. Ganz einfaches Rezept. Guck mal hier. Für was ziehst du Handschuhe an? Es ist warm vom Feuer. Wir haben nie Arbeitshandschuhe an. Otto ist immer meckern, dass wir keine Handschuhe tragen. Und dann ziehst du dir Handschuhe an und dippst in den Kartoffelpüree rein. Weißt du, also der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um sich Handschuhe anzuziehen. Vorher hätte ich die wenigstens normal getragen, aber der hängt da so runter. Ja. Also ich finde, es sieht gut aus. Ja, safe. Das hätte ich nicht gedacht. Aus so einer kleinen Tüte und Moorwasser, dass so ein Gericht entsteht. Ja. Geil. Ja. Mit dem Brühwürfel noch geiler. Ja, machen wir zum Abschluss noch eine kleine Challenge ohne Wertung. Würde ich sagen, oder? Aha. Und zwar anderes Lager aufbauen. Ganz normales Tarp, Schrägdach. Gibt verschiedene Varianten davon. Mhm. Eigentlich ist immer so die Regel, möglichst klein so eine Behausung zu machen, weil die natürlich klein, kriegst du einfach geschützt, so einen Raum. Mhm. Die ist jetzt, oder hier ist Schrägdach, recht hoch. Ich habe es aber mit Absicht so gemacht, weil der Schnee natürlich rauf runter, ich sag mal, rutschen soll und sich nicht, wenn das hier endlich jetzt nur so einen Winkel hätte, dann kann sich in der Mitte sammeln. Wasser würde reichen, aber bei Schnee stelle ich es mal ein bisschen schräger, damit auch dieser Schnee runterrieselt und hinten runterrutscht. Hier ist der Platz. Die beiden Bäume haben wir gewählt. Die Plane kommt hier so nach hinten rein. Und erste Aufgabe, was ich ja heute bisher noch nicht gar nicht so viel gemacht habe, Schnee wegballern. Ich mach hier hinten deine Seite mit, Max. Mach du mal da hinten da. Boah, ich hab das Gefühl, ich krieg gerade überall Krämpfe. Hattest du schon mal im Unterarm Krampf? Ich habe heute auch nur diese verdammte Schaufelbewegung gemacht. Oh. Ist dein Seil always bei dir? Klar, ich hab mein Seil immer bei mir. Zeig. Das ist im Rucksack. Hast du dein Seil nicht bei dir? Ich glaube, ich hab mein Seil verloren. Nein, ich fühl's, aber es ist nicht in der Tasche. Here we go. Ey, mir fallen die ganze Zeit die Riesenhose an. Die Hosenträger rutschen immer meinen Arm runter bis zum Ellbogen. Ich habe meine Hose ist XXXL, ja. Das Bruders Hose ist M. Ja, ich weiß. Kinder M, aka 146. Was laberst du denn? Okay, lass du schräg machen wie bei Otto. Ja, ich würde sagen hier fest und da fest. Jeder hat ein Seil, dann machen wir das hier erstmal fest. Okay, kannst du mir sagen, wie das geht? Ja. Du hast das doch früher immer gemacht. Einfach mal gucken, wie das sich anfühlt, ne? Einfach mal pausenlos. Man sieht das immer nur im Spiegel. Wenn du mal Skifahren bist, dann fahren alle Rescue-Leute hoch und runter. Eine Pause, ein Tarp aufspannt. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab doch nicht instant mein Seil verloren, oder? Ich Arsch weiß nicht, wie man das hier empfriemelt. Das nervt schon direkt hier. Wir schaffen es so grundsätzlich, aber es sind so Kleinigkeiten. Jetzt erstmal so eine halbe Stunde ein Band entdröseln. Ich kann auch nur irgendwie einen Knoten und einen Doppelknoten und einen dreifachen Knoten. So. Welche Knotenkonstrukt hast du dich entschieden? Ein doppelter Windsor. Ist doch einfach gewunden. Nur ein Doppelknoten, oder? Ja, Doppelknoten. Was soll ich denn da machen? Was denkst du denn? Das spannt doch jetzt hier nicht. Muss ja auch nicht. Leon, führ mal bitte von der Seite. Ach, du machst es da rum, richtig? Muss ich, weil ich ja der andere bin. Ach so. Nein, musst du nicht. Nee.
oder? Musst du nicht, du kannst genauso reinhängen. Oh mein Gott. Bleib mal genau so, Max. Nein, ich brauche kein Seil. Ich sehe ein Problem und ich löse es einfach. Das macht auch einfach. Noch eine Schlaufe durch. Das macht so einen Survival-Experten auch einfach aus. Leon, sag mal, du dritte Meinung? Ich finde, das sieht unglaublich fest aus. Ja, ne? Zieh noch mal. Letztes Mal. Simulier mal einen richtig starken Schneeregen. Simulier mal. Okay, hält. Hält. Haben wir. Das ist doch. Das hält. Links ist. Aber nicht so dran ziehen, bitte. Nicht nein. Feste als erstes die linke Seite, bitte. Nicht so feste dran ziehen. Was ist das? Wie viele Knoten sollen das halt werden hier? Das hab ich gelernt, mein Bootsführerschein. Ah, was hat? Palstick? Schotstick? Nee, ich hab. Mastwurf? Ich wollte einen Doppelknoten machen und hab's verkackt. Das ist, glaube ich, keiner von irgendeinem Bootsführerschein. Ey, das kann nicht sein. Gut, solange es hält, passt ja. Ich schreibe der Bootsführerschein-Schule. Das kann nicht sein, dass du mir so einen Scheiß beibringst. Nee, ganz das liegt nicht an mir. Ja, ihr müsst vor allem hinten spannen, das Ganze, ne? Ja, klar. Ist ja nicht ganz andere Ecke. Können wir Skier nehmen? Können wir Rucksäcke nehmen? So, guck mal hier, dadurch, guck mal hier. Dass ihr das so gewickelt habt, gibt das nicht so. Du hast viel zu viel bei dir gewickelt. Pass auf, Max geht mal hinten an die eine Seite. Du machst hier mal auf. Max, geh mal an die andere Seite. Du auch an die andere Seite. Warte, ich mach. Oder machst du mal auf? Ja, an die andere Seite. Ich würde das zum Beispiel jetzt, könntest du mit der Schnur hier rangehen. Rüber ein bisschen. Okay, ich gehe einmal. So, jetzt guck mal hier. Ich würde das hier mit der Schnur jetzt, wenn ihr so spannt. So macht ihr das fest. Ja, das wussten wir. Das so, machen wir. Das, dann habt ihr von der Seite einen kompletten Schutz. Okay, geil. Komplett passend. Hier kann das abrutschen. Das ist ja merkt ihr das, Niki? Die Schlaufe? Ja, die Schlaufe habe ich voll im Blick. So, hier ist eine Schlaufe. So ein kleiner Tipp und so ein großes Erfolg. So, das ist ziemlich genau die Mittelschlaufe. Das ist sehr einfach. Okay, let's go. So, hier. Da ist die Schlaufe. Genau. So, jetzt spannen wir erstmal da durch. Oder du machst das, ja. Ich das machen soll. Genau, so würde ich das nämlich jetzt machen. Dann mach hier mal jetzt erstmal eine Schlaufe rein. So würdest du das machen, ja? Meinst du, ist so okay, wie ich es mache? Ja, okay, witzig, dass du es genau auch so machen wolltest. Zack, jetzt gehen wir da rum. So, ist das gespannt? Ja, ein bisschen höher tatsächlich. Ich mach mal ein bisschen eine Spannung rauf. Ich verkaufe Max gleich, dass ich das gemacht habe. Mhm, kannst du machen. Max, komm mal kurz, ich brauche deine Hilfe. Ja, gerne. Wofür? Wobei, ich glaube, ich habe es sogar gerade selber. Und Knoten? Festziehen. Was meinst du? Oh, was ist das denn für ein Knoten? Wer den gemacht? Ja, keine Ahnung. Das warst doch nicht du. Bullshit. Ja, keine Ahnung. Ist fest. Du, das ist jetzt ganz das spannend gerade, glaube ich, gar nicht. Doch, machen wir gleich. Die Taktik, wie wir uns gesagt haben. Einwickeln. Nochmal drüber den anderen. Krass, oder? Und den drüber. Sieht geil aus, Jungs. Das war unsere Taktik. Ja! Das sieht wirklich gut aus. Ja! Geil! Oder nicht? Jetzt geht's mal da runter und sag mir, wie komm, wir kriechen. Schnell reinkriechen. Nee, noch nicht reinkriechen. Erst die Felle und so hin. Nee, ich möchte einmal kurz zwischenchecken. Deine Seite ist halt echt geiler als meine, oder? Wie sich das anfühlt. Mickey und Chef Strobel. Schon geil, oder? Ja. Hoffentlich schneit das heute Nacht richtig heftig. Steht noch eine Wanderung bevor und noch mal viele Challenges und der Tag heute war absolut krank. Er war richtig, das ist eines der geilsten Sachen, die wir je erlebt haben, wirklich jetzt. Es ist alles ultra fertig, aber es war einfach so, ich bin so froh, mit den anderen die Reise angetreten zu haben und dass es alles mit Otto so geklappt hat, einfach nur geil. Wir gehen jetzt pennen, tschüss. Ich bin einmal ein bisschen rausgefallen. Und einmal? Ja, ein bisschen nach rechts. Max hat mich 5, 6 oder 7 Mal in der Nacht geweckt. Ey, rück mal rüber. Dann konnte ich immer nicht mehr einbrechen. Aber es war sehr warm. Das ist echt crazy. Ich brauchte noch nicht mal irgendwie Mütze oder irgendwas. Ja, war von allen Nächten war das die schlimmste. Und meine Füße, wirklich, die sind taub. Boah, das kotzt mich gerade übertrieben an. Das war für mich wieder die schlimmste Nacht. Ich war auch super oft wach, ich glaube 4, 5 Mal. Mickey? Hallo. Hallo, Mickey. Wir müssen jetzt aufmachen. Jetzt machen wir nur noch richtig anstrengende Challenges und müssen einen riesen Marsch machen.
Und dann haben wir es geschafft. Ich bin noch müde, Mann. Ja. Leute, sorry, Miki ist noch müde. Du hast jetzt irgendwie 9 Stunden geschlafen oder so. Ey, das kann nicht sein, Jungs. Ich extra ganz mehr als nur lang pennen gelassen heute. Ja, ist schon hell, Miki. Dazu müssen wir auch wirklich gleich Gas geben, ansonsten hätten wir wieder 10 Stunden früher. Ja. Komm, Miki. Einmal jetzt raus und federn. Fuck. Oh, das Aufstehen ist auch immer wirklich. Fühlt sich wie eine Mumie, die 3000 Jahre geschlafen hat. Und dann erwacht. Da lächle ich doch direkt, wenn ich dich sehe. Mach ich erstmal Grillanzünder an. Ja, Miki, erzähl mal, warum hast du umgelegt? Das war doch so ein Akt. Ja, ey, verfickte Scheiße. Ich bin aufgewacht mitten in der Nacht. Meine Zehen waren so taub, ja. Ich hätte fast Feuer angemacht für mich alleine. Ich hätte fast da gehockt und Feuer angemacht, ja. Weil meine Füße lagen perfekt auf dieser kalten Erhöhung, ja. Und sind damit einfach so gefroren. Da habe ich wirklich, ich war wirklich ein richtig guter Klavierspieler für euch in der Nacht. Ich habe da wirklich, was ich da aufgelegt habe für euch, damit ihr weiter friedlich schläft. Ja, es war der Wahnsinn. Ich bin ganz vorne. Chef Strobi muss ja einmal gleich den Kompass geben und zeigen, wo wir sind. Und dann werde ich das auch einmal mit der Gruppe besprechen. Wir müssen uns aber echt beeilen, Leute, weil wir haben einen fixen Abholzeitpunkt. So, ich bin ready. So, Leute, wir brechen jetzt auf. Letzter Marsch, wird nochmal viel. Hier liegt der Schnee deutlich höher als in den letzten Malen. Und Ottos Skier ist kaputt, die Bindung ist kaputt, das kriegen wir nicht repariert. Das ist komplett durch. Jetzt gibt Miki seine Skier ab und navigiert, das heißt, er ist zu Fuß unterwegs. Und Otto hat die Skier und kann dann die Pulka ziehen. Ich habe auch wieder eine Pulka, Niki auch. Und dann müssen wir jetzt zurück zur Straße und da lassen wir uns dann abholen. Wir haben zu lange gepennt, das ist jetzt das Problem. Wir müssen jetzt ziemlich beeilen. Es ist nicht so weit, Niki. Weil wir jetzt direkt zur Abholung müssen. Jetzt habe ich zum ersten Mal richtig Stress. Also letzter Tag mit Abstand, härteste Strecke. Wir sind jetzt schon über diese Gräben hier, 40 Gräben abgelaufen. Wir müssen jetzt noch 300 Meter, wir schwitzen, es läuft der Schweiß runter. Ist jetzt letzter Tag, ist egal, wenn wir schwitzen. Immer wieder hoch, runter und mit den Pulkas. Und wir müssen nach Norden und wir könnten ja auch einen Graben hochgehen. Aber da geht es nach Osten und Graben runter geht es nach Westen. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt hier einfach so durch 60 Gräben laufen. Schwerster Weg bisher, noch schwerer als durchs Moosgestrüpp. Aber hey, danach haben wir es geschafft. Und im Flieger werden wir selbst das vermissen. So, das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist nicht mehr weit. Miki macht wieder, sagt nur noch 100 Meter, obwohl es noch 500 waren. Das kennen wir ja schon. Der navigiert sehr gut immer in die richtige Richtung, aber er denkt immer, wir sind gerade da. Das ist falsch. Jetzt geht er sogar noch mal einen Berg hoch. Wir sind so durchgeschwitzt. Wir haben die Mützen auch schon ab. Es tropft der Schweiß, wird Schweiß in die Augen. Aber da müssen wir noch mal hoch. Schön mit der Pulver hier. Jetzt haben wir nicht die ganzen Gräben und Hügel hier, sondern jetzt kommt noch unser heiß begehrtes, geiles Gestrüpp und die Wurzeln dazu. Otto und Niki ziehen jetzt die Skier aus. Du nicht? Ich nicht. Du nicht? Nee. Wenn du mich jetzt verarscht hast, Max. Ich hab dich nicht verarscht. Die Regel ist, was Otto macht, ist immer das Beste. Na, das würde ich nicht so unterschreiben. Auch ich mach mal. Ja, das stimmt. Triff mal Scheißentscheidung, du. Das stimmt. Da kann sich keiner von freisprechen. Oh nee! Oh. Herrlich! Das geht. Oh ja! Geil!
Davon haben wir schon 100 Stück hinter uns gelassen. Das ist so geil. Hab gekämpft bis zum Schluss. Skier sind jetzt doch auf der Polka, da geht gar nichts mehr. Die anderen sind schneller als ich, das macht schon Sinn. Weil Otto ist jetzt auch noch das Seil gerissen, das war schon angerissen von der Schlittentour mit den Huskies. Jetzt wird hier nochmal richtig improvisiert aus den letzten Metern. Oh, ist das geil. Wieso fühlt sich das jetzt hier schon nach Zivilisation an? Ja, ich wollte gerade sagen, zurück in der Zivilisation. Boah, geil, Alter. Richtig geil. So geil. Oh, mega. Sauber. Ja, einfach. Komm her mit dem Kartenleser. Ja, Micha. Der Nordpol. Ich bin der Einzige, der stinkt. Ich habe gerade alle umarmt. Wir alle stinken, wir alle. Nicht der Fall. Wir alle stinken. So, wir dürfen nicht vergessen, wir sind auf einer stark befahrenen Bundesstraße und stehen da mitten drauf. Ja. Ach. Nein, wir haben. Geil, oder? Haben wir gepackt. Das ist echt crazy, gerade einfach so eine Straße. Die Straße fühlt sich an wie eine Innenstadt, Alter. Ja, ist das geil? In Hamburg. Eine Großstadt. Ja, Großstadt. Ich glaube, bevor du uns von Mac ist. Zivilisation. So, zum weiteren Ablauf. Pass auf, damit wir nicht kalt werden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Lasst uns ein Stück weiter nach unten ganz entspannt gehen, ganz, um nicht heiß zu werden, sondern ohne Skier, kalt, ne? Zu werden, ohne Skier, mini, ganz, 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 ganz langsam, Gepäck rein, entgegengehen, ein bisschen quatschen. Sicher, dass das die richtige Richtung ist? Ich bin ganz sicher. Gut. Ich war wieder Navigator, ich hatte aber einen Helfer, und zwar haben so, ich hatte nur diesen Kompass, vielleicht sieht man das, dort kann man einfach Norden einstellen. Also quasi ist wahrscheinlich dann, hier müsste jetzt Norden sein. Ich hoffe, man sieht es einmal. Moment, sieht man das? Ja, da ist Norden. Da ist Norden. Und ich hatte nur das. Und die ganze Zeit so bei der Mitte des Weges habe ich eine Rentierspur gesehen. Und dann war ich irgendwann so erschöpft, ich habe mich einfach in den Schnee fallen lassen, weil ich auch geschwitzt habe. Und da habe ich von rechts ein Rentier gehört. So. Und dann habe ich vor mir Rentierspuren gesehen. Und ich bin einfach, diese Spuren führten auch nach Norden. Und dann bin ich einfach diesen Spuren gefolgt. Und dann kam ich hier raus. Und da vorne rechts, irgendwo, ist dieses Rentier. Und dieses Rentier hat mich einfach zur Straße geführt. Das war so episch. Das hat sich so krass angefühlt. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie teilweise nachvollziehen. Das hat mich komplett abgeholt, hätte ich komplett Gänsehaut. Leute, wir können es gerade nicht fassen. Wir hatten jetzt 3 Tage lang nicht einmal einen festen Untergrund. Man ist immer eingesunken, man hatte immer Skier, man ist immer irgendwo hängen geblieben. Ey, ich fühle mich 40 Kilo leichter, jetzt über die Straße zu gehen. Meine Füße auch weh, wenn du auf hartem Untergrund läufst. Meine tun weh, weil wir immer eingesunken sind. Das ist krass. Das ist für meine Füße ganz ungewohnt. Ich kann auch, glaube ich, kein Fußball mehr spielen für die nächsten Wochen. Ey, ohne Witz, das war das heftigste, das war das beste Training fürs Fußball überhaupt. Ausdauer, Beinmuskulatur, Wahnsinn. So, wir sind noch nicht ganz zurück, aber wir haben es so gut wie geschafft. Und an der Stelle einfach mal ein unglaublich fettes Danke an Otto. Es war so, so geil. Du warst genau der Richtige hierfür. Es hat nicht nur von deiner Expertise Spaß gemacht, sondern auch einfach so als Typ hat es unglaublich gut gepasst. Hast uns wahnsinnig viel beigebracht.
Es war einfach eine richtig geile Zeit. Und nicht nur als wir hier waren, sondern die ganze Reise hätte auch gar nicht stattfinden können ohne Ottos Kontakte. Er hat erstmal das Geld in die Hand genommen, er hat sich um Spedition gekümmert, er hat die Kontakte hierher. Ohne ihn hätten wir das dieses Jahr auf gar keinen Fall geschafft. Deswegen doppeltes Danke wirklich. Und das war wirklich, dieser Ausflug war, ich glaube, das Geilste, was ich hier gemacht habe. Ich freue mich sehr, du. Wirklich von Herzen auch danke, dass ihr das Vertrauen darin gehabt habt. Du sagst, alles klar, mal gucken, was der mit uns treibt. Ja. Und ich glaube, es ist auch wirklich eine schöne Mischung geworden aus was lernen, an die Grenzen kommen, ja, trotzdem Spaß haben dabei. Ja. Und auch mal zu zeigen, dass Leute, die vielleicht fast nur hinterm Bildschirm sitzen, ja, es dann irgendwie doch drauf haben, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ist ja auch eine Anweisung, oder? Ja. Und natürlich noch ein dickes Dank an den anderen Experten, der noch mit bleiben möchte. Genau. Hat auch wahnsinnig geholfen. War gut, gerade am ersten Tag noch zwei Leute dabei zu haben. Ja. Wir sind nicht da, wir werden auch noch weiter filmen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wo wir mit Nerd in the Dirt, in welche Klimazone, in welches Gebiet, in welches Land, auf welchen Kontinent ihr uns gerne mal sehen wollen würdet. Also als Konstantes angeplant, Otto, mein Bruder und ich sind immer dabei. Und dann ziehen wir uns noch zwei Streamer dazu. Erstmal, wen wollt ihr gerne dabei haben? Und in welchem Gebiet, das würde mich mal sehr interessieren, dass wir welche Serien durchlesen. Leute, da hinten sehen wir das Auto in der Ferne. Wir sind nochmal eine ganze Strecke entgegengegangen, damit wir nicht kalt werden. Und das erste Mal richtig ein Auto. Eine Straße und ein Auto. Ich fühle mich hier wie in der absoluten Zivilisation. Ja. Das ist barbarisch. Das wäre gleich barbarisch. Einfach das sitzen. So sitzen. Wir werden gleich nicht im Schnee sitzen und nicht auf so einem scheiß morschen Birkenholzstamm, sondern auf dem Autositz. Da hätte es irgendwie anders. Wir freuen uns gleich so auf die Hütte. Die ist ja auch schon recht rustikal. Aber es wird gleich so ein Luxus sein. Bis gleich. Oh, ist das hell. Oh, das wär's. Wir sind überhaupt nicht an der Hütte. Genau. Boah, es ist krass, wie schnell man runterfährt, wenn man sich da mal kurz ins Dunkle setzt, ne? Wo sind wir? Oh, mein Arsch. Was habt ihr euch hier jetzt wieder ausgedacht? Nur mit dem Playmobil fahren. Das hat heute Morgen die ganze Zeit noch gefragt, oh, können wir mal mit so einem Skido-Ding fahren? Das ist das Letzte, was fehlt. Das ist wirklich das Letzte, was noch fehlt, ein Schneemobil. Wirklich. Geil. Check. Alle geduscht, alle in der Sauna, alle durchgerockt, was ich mega, so mega gut für euch finde. Und wir haben natürlich einen kleinen Punktestand. Wie ist der Punktestand? Wir haben einen Punktestand, dass die meisten Punkte Niki, zweiter Max, stark, dritter Chef Strobel, das bin ich, vierter, na, ja, das Zugpferd, Migi, das Zugpferd, der Navigator, der vielleicht andere Stärken hat. Also im Vorfeld ja super viel Gedanken gemacht, was erwartet mich oder was erwartet uns hier oben in Finnland, kriegen wir das hin? Ich finde es mega, wie ihr euch entwickelt habt, das hat Bock gemacht, ging mir zumindest mal so, richtig Spaß. Ja. Viele Dinge gingen euch nachher so leicht von der Hand, also gefühlt eingespieltes Team schon. Ja, fand ich mich wirklich, wirklich, wirklich mega. Und der Gedanke war etwas, was es hier nur in Finnland gibt, was hier oben handgemacht herkommt, was ihr vielleicht noch verwenden dürft, was ihr vielleicht nicht im Handgepäck transportieren solltet. Oh. Sondern im aufgegebenen Gepäck wäre ganz gut. Waffe. Für den vierten Platz. Alter. Oh, was? Für den vierten? Bitte tut mir einen Gefallen und schneidet euch nicht sofort. Für den vierten? Es gibt nur drei sind gleich. Könnt ihr euch ja gerne mal weiter durchgeben. Dritter. Oh mein Gott. Ich habe mich schon mega gefreut. Handgemacht, hier oben aus Finnland. Ganz traditionell. Geil. Ja, das erste ist ein bisschen größer. Nicht.
Das ist doch mal eine Klinge. Das ist doch mal eine Klinge. Ja, das ist einfach, wenn man so ein Survival-Experte ist, dann braucht man auch einfach das größte Messer. Damit gehe ich so durch die Flugzeugkontrolle. Aber hey, auch als Anführer auch insgesamt nochmal ein Riesendanke. Ja, wie du uns Nerds da durchgeleitet hast. Geil. Mit deiner Wahnsinn. Geduld vor allem mit manchen Sachen. Ich muss sagen, ein, zwei Mal habe ich mir ein Fauxpas erlaubt. Dafür kennt man mich. Ja, ich muss erstmal durchatmen, muss ich jetzt sagen. Also die nächsten Mal gerne mache ich wieder alleine oder mit jemandem, wo ich sage, nein, aber unterm Strich kann ich sagen. Ist so echt krass, was wir alles gelernt haben. Also Nerd in the Dirt, voll Erfolg, oder? Ja, voller Erfolg. An der Stelle einmal ein richtig, richtig fettes Dankeschön an Rhino Shield, die das Ganze hier erst möglich gemacht haben. Damit nicht nur wir top ausgestattet sind, sondern auch unser Notfallhandy. Haben wir die Rhino Shield Hüllen super stabil, gibt es auch sau viele Designs. Könnt ihr sehr gerne abchecken auf rhinoshield.de. Gibt es auch Game of Thrones, League of Legends, alles Mögliche. Und hier haben wir noch das ganz Interessante, wir haben nicht nur die Hülle bekommen, sondern auch dieses Notfallhandy von Rhino Shield. Und mein Bruder hat ein viel, viel älteres Handy, das ist so wie ein iPhone 13. Und wenn das am Ende heil ist, bekommt er es. Ich bin genau im Baum getroffen. Heil geblieben, sieht gut aus. Geil, noch heil. Doch, wenn es jetzt ein Schneesturm wäre, was würdest du da machen? Ich würde mich so in meinen Kopf so einrollen. Das heißt, ich würde dir jetzt einmal, okay. Für die letzte Nacht würde ich dir einmal Einweisung geben für den Schlafsack, okay? Warte, ich muss kurz selber suchen. Hier. Hier gehst du rein mit dem Kopf. Ja. Das heißt, du musst dich gleich drehen. Okay. Was machst du gleich? Ja. Nee, dreh dich erst. Erst drehen? Ich helf dir. Nee, genau andersrum. Ja. Und jetzt drehst du dich zu mir. Du drehst dich nach unten. Jetzt drehst du dich zu mir und der Schlafsack bleibt so. Wir helfen dir. Du drehst dich nach oben jetzt, dass du wieder nach oben guckst. Ja, genau. Wieder nach oben gucken. Weiter. Du machst nicht mal dein Klett zu. Und jetzt? Warte. Dann macht man hier. Hier muss man immer den Reißverschluss komplett zu machen. Und dann der Reißverschluss bis nach oben und dann kommt der Klett. Das ist der wichtigste, der Klett. Weil sonst geht der Reißverschluss wieder auf. Oh mein Gott! Was? Dein Schlaf. Ja. Dein Schlafsack ist falsch rum! Du schläfst außen! Du schläfst außen! Das ist innen! Das ist so geil! Das ist so geil! Otto hat gerade gerufen, dass. Du schläfst jetzt in der Isolation. Draußen ist eine Schutzschicht und drinnen ist eine Wärmeschicht. Jetzt ist in der Innenschicht ganz viel Schnee. Schnell weg. Ja, Jungs, mir ist so kalt. Irgendwann wird irgendwie Fritz Meinig oder so drauf. Der schiebt den heftigsten Lachkopf durch. Das ist so geil. Was passiert hier mit mir? Warum lachst du jetzt nicht, weil das so alles so weird ist? Ich erfriere. Was machen wir eigentlich für das andere Buddy-Team die ganze Zeit? Wir kuscheln euch. Hier gibt's jetzt den alles entscheidenden Klett. Das ist der wichtigste. Deswegen ging das bei mir nie zu. Ja, du hast ein Klett. So, jetzt kommt der Trick. Kopf da raus. Guck dir das mal an. Ein bisschen tiefer. Hier ist seine Schulter, ist hier oben. Ist so aber dreht. So, und drehst dich. Kopf runter. Dreh dich einmal zu Max. Ich halte den Sack fest. Ja, dreh dich. Ja, perfekt. Reicht. Und zu. Okay, wie ist jetzt? Ja, ist gut. Max hat mir gerade zugeflüstert, dass er das gleiche Programm wie Chef Strobel will.